Vielen Dank, Herr Vizepräsident, geschätzte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, in Verhandlung steht eine 15a-Vereinbarung, wir haben das gehört. Zur Bildung allgemein, selbstverständlich haben wir in Österreich grundsätzlich schon viele Möglichkeiten. Man kann sich das aussuchen, man kann ein Handwerk erlernen, man kann eine Lehre machen. Diesbezüglich darf ich an unsere freiheitliche Forderung des sogenannten Bloom-Bonus verweisen, der eben jene Betriebe unterstützt, die Lehrlinge aufnehmen. Man kann sich aber auch natürlich anderweitig weiterbilden, man kann Schulen besuchen bis hin zur Universität. All das ist aber nur möglich, wenn eine gute Basisausbildung da ist, beziehungsweise ein Pflichtschulabschluss zumindest vorzuweisen ist. Die derzeit gültigen Regelungen, die laufen ja mit Ende des Jahres aus, 2017, und eben jetzt diese neue 15a-Vereinbarungen betrifft Regelungen ab dem Jahre 2018 bis in das Jahr 2021. Im Fokus steht eben diese Basisausbildung und die Nachholung des Pflichtschulabschlusses. Ich denke, es muss hier nicht weiter erläutert werden, dass diese Kompetenzen, gerade auch die Pflichtschule, unbedingte Erfordernisse sind für jede weitere berufliche Möglichkeiten, Bildung und dergleichen. Gerade der Kompetenzerwerb bezüglich Lesen, Rechnen und Schreiben ist hier besonders zu unterstreichen. Die Teilnahme für jene Personen ist selbstverständlich unentgeltlich und wir haben das auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass hier sehr, sehr viele Personen dieses Angebot wahrnehmen. Wir werden auch mit mehreren tausend Personen in den nächsten Jahren zu rechnen haben. Lob und Anerkennung an dieser Stelle für die vielen, vielen Lehrerinnen und Lehrer, die hier in diesen Bereichen tätig sind und die hier tagtäglich ihr Bestes geben und versuchen, ihren Schülerinnen und Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen eben beizubringen und natürlich auch viele andere Dinge. Ich denke aber auch, dass es auch mal Zeit ist, dass wir hier unsere Bildungseinrichtungen loben. Gerade in diesem Zusammenhang sind die Volkshochschulen zu nennen, denn dort wird eben auch eine Ausbildung am Abend ermöglicht. Das heißt, man kann untertags arbeiten gehen und am Abend dann dort noch in diese Bildungseinrichtung gehen und dort eben auch einen Pflichtschulabschluss nachholen oder auch andere Schulabschlüsse nachholen, wie zum Beispiel Matura und dergleichen. Was mich da etwas schade vorkommt, ist, dass hier in den vergangenen Jahren unter Ihrer Vorgängerin eben hier Bildungsmittel dann wieder gestrichen wurden, aufgrund der Tatsache, dass hier offensichtlich zu wenig Frauen an diesen Kursen, an diesen Pflichtschulabschlüssen teilgenommen haben. Und da muss ich schon sagen, dass grundsätzlich im Vordergrund stehen sollte, dass eben hier der Abschluss nachgeholt wird und wir hier nicht unterscheiden sollten, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und da nur deswegen diese Fördermittel zu kürzen, finde ich jetzt nicht in Ordnung, weil vor allem ja auch die Schulen sich das nicht aussuchen können, wer sich bei ihnen alles meldet und die halt die Leute dran nehmen, die sich melden. Und da finde ich das eben schade, weil gerade auch die Volkshochschulen, die haben ja gerade viele finanzielle Engpässe zu bewältigen. Man muss dieses und jenes bezahlen, man muss das und das ermöglichen und da ist eben jeder Euro sehr viel wert. Ja, zum Gesetz jetzt selbst werden wir nicht zustimmen. Wir denken, dass es hier etwas zu wenig weit geht. Es wird aber von den anderen Parteien hier eine Zustimmung geben. Und wir mit unserer Ablehnung möchten hier ein Zeichen setzen, dass wir hier noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Bildung ist sehr wichtig. Bildung ist sehr wichtig. Wir wünschen uns Sprachförderung, speziell im Bereich der deutschen Sprache. Das ist besonders wichtig, weil ohne Kommunikation kann auch keine Bildung stattfinden. Wir kennen das alle. Wie soll man eine Textaufgabe in Mathematik lösen, wenn man nicht die Sprache versteht? Wir möchten damit eben ein Zeichen setzen, dass wir hier noch viel, viel mehr tun müssen und hier auch in Zukunft viele, viele Gelder auch hier hineinstecken müssen, weil ohne finanziellen Background geht es nicht. Danke. Christoph Lengle von der FPÖ Vorarlberg wünscht sich mehr Sprachförderung und meint damit vor allem die deutsche Sprache. In diesem Bereich müsse noch mehr investiert werden, sagt er.